the slab. I need a drink, but it's straight from the tap. And I'm hating the slack, couple man stand around like the hate in the calf. Please stop talking that trash, cause the vibes in the fun all the way to the back. Zu einem Video mit Gott allem, aber er schreibt hier alles. Wir haben ein bisschen geredet, weil er hat mir über Discord geschrieben, ich soll hier vielleicht mal eine Roundtour machen über das Projekt, wo ihr auch mitmachen könnt. Die IP verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Oder ich schaue mal, ob ich vielleicht direkt anzeige in der Bearbeitung. Wahrscheinlich müsste es hier oben rechts oder irgendwo stehen hier. Ich habe auch Handcam aus, also beziehungsweise das Bild hier. Und sein Internet ist gerade schlecht. Deswegen, ja. Meine Tastatur ist gerade übertrieben laut. Oh mein Gott, damit ein herzliches Willkommen. Also, es geht mal los. Okay, ich folge Ihnen. Also ich soll auch mitten dann raten, was es sein können. Alter. Okay. Sehr professioneller Weg auf jeden Fall, aber das sieht geil aus. Also schreibt mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Ich frage auf jeden Fall noch einen Download-Link nach. Okay. Er hat das Texture-Pack, wo ich auch benutzt habe für meine Schilder, für meine Cosmetics. Okay, hier ist auch überall so Kell platziert. Damit es halt ein bisschen realistischer aussieht. Also ich muss relativ uncut, weil ich habe einmal keinen Bock zu cutten und, ne? Take a barrel. Boah, das hat sogar eigene Custom-Texturen. Das ist gut gemacht. Also, ne? Was ist hier so? Fässer. Okay. Jo, das sieht aber ultra geil aus hier. Muss ich ehrlich sagen, das Texture-Pack, das hier hat er nicht selber gemacht. Das sehe ich, aber... Ja. Ja, sogar sehr. Ist mir egal. So. Okay. Da hatte ich auch Kisten so. Ah, hier sind Heads drin. Also er hat hier auch Custom Heads drin. Ich weiß nicht, ob das Server 24/7 online. Ah, okay. Ich höre hier schon Skalk, okay. Ist ja was ganz anderes. Krass, ne? Okay. Boah, das hier sieht mir aus so nach... Ja, es erinnert mich so ein bisschen an... ja. Eine Taverne. Oh mein Gott. Ich hoffe, es kann man sich relativ uncut anschauen. Okay. Mhm. Da wurde das Betten hier ein bisschen gekürzt. Schade, dass man sich hier nicht hinsetzen kann. Da wäre man erstmal aus, das gebaut wurde. Okay. Yo, das sieht ultra geil aus. So. So geil. Okay. Mhm. Das... Habe ich erstmal gedacht, das ist eine Taverne wegen denen hier, aber das hier sieht ultra geil aus. Also jetzt mal Props. Alter, das ist so wirklich so krass aufwendig gemacht worden. Ich schau mal auf die Map. Oh mein, okay. Ich habe mich, glaube ich, schon viel zu viel spoilern lassen auf der Map. Mhm. Oh. Ey, das kann ich manchmal so kann ich nicht bauen. Sieht mir so ein bisschen aus wie der Weg, den ich mal gebaut habe, so als Tutorial. Okay. Eine Waffe. Ist auch eine Deko. Jo. Ihr müsst euch vorstellen, schaut mal, die entweder ist es so ein richtiger Seed, so, der extra so gemacht wurde, oder... Ne? Seed ist auch sehr mittelalterlich gestaltet hier auch. Ich verstehe nicht, was das hier ist. Das, sieht ein bisschen aus. Das verstehe ich nicht, was das ist. Also, sieht auf jeden Fall geil aus, meine Textur, aber... Ich verstehe es immer nicht, was das ist. Der zweite befindet sich auf den anderen. Ja. Aber wenn man hier mal schaut, ihr müsst euch mal so diesen Anblick hier gönnen, wie es so aussieht. Ich habe ein Screenshot von gemacht. Sieht geil aus, einfach. Und hier oben ist auch noch irgendwas, aber das schauen wir wahrscheinlich später an. Okay, es geht dann hier auch nach unten. Also ich bin es mir gewohnt, hier eher so ein Survival zu spielen. Okay, aber das ist geil gemacht mit diesen Details hier. Das hier finde ich halt an der Wand eher so
Ja, Style von mir, also dass er auch mit unsichtbaren Itemframes gemacht hat, so. Es ist ultra gut gemacht. Ich weiß nicht, wer alles mitgemacht hat, aber schon erwähnt, was und das Langhaus ist es das erste große Haus nach dem Hafen. Krass, auf jeden Fall. Also, ich kenne mich selber mit Bauen aus. Ich habe schon sehr viel gebaut. Ich baue halt nicht so ein Creative wie er und, ne? Aber das sieht ultra geil aus. Also, könnte man irgendjemanden einsenden, wie der Joker oder so. Ah, hier ist noch das zweite Ding oben. Aber würde mir auf jeden Fall gefallen. Vielleicht kann ich auch Download-Link haben. Ich erst etwas selber. Ich doch erstmal etwas selbst um. Okay. Also, erstmal würde ich mich interessieren. Oh, das ist sogar neu gebaut mit dem 1.19 Update. Mit den. Okay. Jo, aber ihr müsst mal überlegen. Schaut mal. Ihr kommt auf den Server und sieht dieses Zeug hier. Das sieht auch relativ terraformt aus. Oder mit Wilderness oder irgendwas. Aber dieses Haus, das ist schön klein, detailliert. Ich meine. Mit Armor Stands. Okay, hier wurde also sehr krass gearbeitet. Wenn man sich das mal gönnt. Boah. Ist ultra geil. Also es gibt, glaube ich, auch einen Discord-Server dazu. Wenn ich mich nicht recht erinnere. Also er hat nichts geschrieben von Discord-Server, aber ich kenne so die Leute hier so, die solche Maps bauen, die haben extra so einen extra kompletten Discord-Server dafür gemacht. Wo ist der? Ach, soll mich das selbst nicht nicht voll idiot. Okay, das ist halt auch so ein Custom-Bauen, der wird mit Reddit gemacht. Leute, ich wollte gerade hier hingehen. Das ist eine Ziege. Okay, da geht's hier in irgendein Schloss. Ich habe kurz gedacht, es war irgendwie so optische Täuschung, dass es wirklich so rund war. Man kann hier auf den Knopf drücken. Aber. Okay, das wird mit Commands gemacht. Ich würde es cool finden. So wirklich, dass es so eine kleine Animation geht. So dass es so zack, 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 zack. Aber es ist halt sehr aufwendig, allgemein meinen, sowas zu bauen. Ich sehe hier so die Näherei und. Sieht man. Aber das sieht halt sehr krass aus, wenn ihr mal überlegt, schaut mal, mit hier noch alles voller Deko ist. Also ihr könnt es auch mitbauen wahrscheinlich. Also er hat gesagt, er braucht halt Leute, die es halt mitmachen. Schaut mal, wenn man hier so dann reingeht, ne? Und man sieht halt das, wenn alles voller Deko ist, das sieht ganz krank aus. Gefällt mir auf jeden Fall. Aber die Ambition würde ich mal wirklich zu Herzen nehmen. Das hier sieht richtig sick aus mit diesen. Es sieht eher so mysteriös aus. Also es ist eher so in mysteriösen Style gebaut. Das ist ein Custom Tree. Ich wurde sogar teleportiert hier, dass ich alles sehen kann. Das sieht mir aus nach Streichel so. So für Färbe. Es ist ein Pferdestall. Okay, ich bin wirklich ein Depp, wisst ihr? Hier unsere Katastrophe. Kasten. Ich kann es nicht aussprechen, sorry. Aber es sieht auf jeden Fall ultra geil aus, wenn man sich mal überlegt, so. Schaut mal. Okay. Wenn man hier mal sich anschaut. Hier, das ist halt so ein richtig kleines Dorfviertel. Das ist halt sehr groß gebaut. Okay. Mal okay. Okay. Eben langsam geschrieben. Also, das ist wirklich krank gebaut, wie hier die bauen. Hier schaut mal sowas. Das kann ich beispielsweise nicht. Also ich kenne mich mit solchen detaillierten Bauen wirklich nicht aus. Ultra. Ultra. Oh, kann ich mal schreiben. Okay. Das hier sieht mir aus wie eine Waschmaschine. Ja. Aber es ist ultra geil gebaut. Schau mal, wenn du mal überlegst, das hier. Das wurde so extra, glaube ich, mit TNT so gemacht. Aber das ist so mit so einem Bug da. Dass es halt wirklich so aussieht. Wenn ihr mal überlegt, schaut mal. Kommt hier. Boah. Wahrscheinlich in Streams, ne? Ja, kann ich mir vorstellen, kann aber nicht gut bauen. Ich kann wirklich sehr schlecht bauen, ne? Also ich glaube, du hast schon das Potenzial und hast das Wichtige gesehen. Will jetzt verabschieden. Okay. Okay. Danke. Aber Leute, das war's auch mit diesem Video. Sollte Discord-Server irgendwas da sein, die Map-Download oder Server-IP. Server-IP wird wahrscheinlich auch eingeblendet. Sollte irgendwas sein, gibt es in der Videobeschreibung mit Discord-Server oder whatever. Vielleicht sogar Map-Download. Glaube ich mir aber nicht, weil ihr sollt ja hier eben eigentlich bauen. Da gibt es ja hier noch ein Server-IP hier oben eigentlich. Und ja, das war's auch. Tschüss.